Menschen schauen immer erst einmal durch ihre gewohnten Brillen auf das, was passiert. Wenn ich sage, dass ein neuer Blick auch eine neue Wirklichkeit erzeugt, dann steckt die Verantwortung bei demjenigen, der blickt und der Brillen hat. So, das heißt, ich muss wissen, durch welche Brille ich schaue. Und da muss ich mich entscheiden, ob dieser Blick mir reicht für das weitere Leben, wenn ich weiß, Mitarbeiter sind eben so und so, und dann gucke ich da hin und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist, man könnte es fast sagen, ein bewusstloses Umgehen mit den eigenen Potenzialen und auch mit denen der Mitarbeiter. Wenn ich aber, sagen wir mal, neugierig bin, das heißt, wenn ich von verschiedenen Standpunkten aus einen Mitarbeiter, die Mitarbeiter oder meine Kollegen oder auch meine Chefs anschaue, dann stelle ich fest, dass sie nicht einfach Bildern entsprechen oder immer wieder in Schablonen passen, sondern dass ich eigentlich hinschauen muss, im Sinne einer Entdeckung, im Sinne einer neuen Wahrnehmung oder auch im Sinne von Selbstgefährdungen. Ist das, was ich sehe, tatsächlich einfach so in die Schubladen zu schieben, die ich habe? Oder muss ich vielleicht eine neue aufmachen? Und das ist das Spannende dabei, wenn ich mich traue, mal anders hinzuschauen. Das geht aber nur, wenn ich die Notwendigkeit einsehe, anders hinzuschauen, damit vom Blickwinkel aus auch tatsächlich eine neue Wirklichkeit, eine andere Wirklichkeit sichtbar ist. Und das ist Tagesgeschehen. Das ist nicht der große Akt, den ich am Wochenende beschließe, am Montagmorgen durchführe und dann sieht die Welt anders aus, sondern das ist tagtäglich so. Das heißt, wenn ich erlebe, dass ein Mitarbeiter zum 15. Mal mit der gleichen Frage kommt, dann muss ich ihn nicht für doof halten, sondern muss ich mich fragen, welche Antworten habe ich gegeben? So, und diesen Blick, dieses Selbsthinterfragen auf einer ganz einfachen täglichen Ebene, das ist das, was interessant ist und was letztlich etwas bewirkt, weil alles andere ist Wiederholung, lässt sich immer auch als Erfolg verkaufen, aber ist nichts, was gestaltet oder was nach vorne bringt oder tatsächlich bewegt. Das könnte man ja auch zum Begriff des Führens hinzufügen, dass es letztlich darum geht, Menschen zu bewegen. Weil Führen und Folgen ist ein Bewegungsvorgang. Also, das heißt also, eine Führungskraft bewegt sich, damit andere folgen können. Und man kann sich das gut als Bild vorstellen. Führen findet vorne statt. Nicht irgendwie in der Gemengelage. Führen heißt nicht, ich schiebe. Führen heißt nicht, ich erpresse. Führen heißt nicht, ich locke oder ich richte einen Appell an jemanden, sondern Führen heißt, ich gehe voran. Das bedeutet immer, dass Menschen folgen können. Wenn sie es denn wollen, tun sie es auch. So, wenn sie es nicht anders können, tun sie es auch, aber es ist kein Folgen, sondern es ist mehr ein organisatorisches Erfüllen von Unausweichlichkeiten. Heißt also, immer dann, wenn ich bewegen will, etwas oder jemanden, muss ich mich bewegen und nicht hoffen, dass ein anderer das aus sich selbst heraus tut. Das ist vergeblich, durchweg.